Profil Podcasts. Ich habe in dieser Woche einen Leitartikel unter dem Titel Todesstrafe für Asylwerber geschrieben. Das ist natürlich keine Aufforderung, Asylwerber mit der Todesstrafe zu bedrohen, sondern ist schlicht die Konsequenz aus dem, was Politiker fast aller Couleurs derzeit fordern. Profilherausgeber Christian Reiner. Viele Gewaltverbrechen in Österreich derzeit, viele davon von Menschen mit Migrationshintergrund und viele davon wiederum von Asylwerbern oder von Menschen mit Asylstatus. Gefordert wird nun von unter anderem vom Innenminister, dass Asylwerber oder Menschen mit Asylstatus nach Verbrechen jeder Art, der Innenminister sagt, naja, vielleicht auch schon bei Ladendiebstählen, abgeschoben werden. Irgendwie hat noch niemand wirklich bedacht, was das bedeutet. Viele dieser Asylwerber oder Menschen mit Asylstatus oder auch Menschen, die subsidiär hier geduldet sind, werden hier ja geduldet bzw. bekommen den Asylstatus, weil sie in ihrem Heimatland oder wo auch immer sonst mit dem Tod bedroht sind. Sonst würden sie den Asylstatus nicht bekommen. Das sind sicher zigtausende in Österreich. Eine Abschiebung bedeutet also Todesstrafe. Zugespitzt, naja, vielleicht in der Formulierung, im Endeffekt läuft es dann darauf hinaus. Wenn ein Asylwerber in Österreich oder ein Mensch mit Asylstatus in Österreich eine Gewalttat oder ein anderes Verbrechen oder einen Ladendiebstahl, wie es der Innenminister sagt, möglichst niederschwellig, Anführungszeichen, sagt der Innenminister, also wenn er oder sie dafür verurteilt wird, Abschiebung und dort droht der Tod. So ist das ganz einfach. Es ist natürlich nicht nur der Innenminister, der das fordert, sondern auch der Bundeskanzler. Der Bundeskanzler ist nicht zufrieden mit der derzeitigen Regelung. Die Genfer Flüchtlingskonvention lässt ja ohnehin schon zu, dass bei besonders schweren Verbrechen der Asylstatus aberkannt wird. Der Bundeskanzler fordert, dass dies zu wenig sei und dass es zu lange dauert. Aber wenn man nun glaubt, das sei nun nur die schwarz-blaue Regierung, nein, auch Thomas Trotzter, der Geschäftsführer, Bundesgeschäftsführer der Sozialdemokratischen Partei, hat sich dazu hinreißen lassen, auf seinem Twitter-Account zu schreiben, ich glaube, es war zweimal schwere Körperverletzung und Anzeige wegen Körperverletzung und sexueller Belästigung, abschieben, Punkt. Ich habe das Gefühl, dass diese Diskussion völlig außer Kontrolle geraten ist, dass sich Politiker zum Teil, wahrscheinlich Thomas Trotzter, dahinreißen lassen, da jetzt weit überzureagieren, dass die schwarz-blaue Koalition hier mit Kalkül agiert. Was passiert denn da? In Wahrheit wird der Rechtsstaat hier aus den Angeln gehoben. Es ist nun mal so, dass wenn in Österreich eine Straftat begangen wird, Tatbestand gesetzt wird, es dafür eine Rechtsordnung gibt und diese Rechtsordnung sieht Strafen vor. Es ist nicht wirklich einzusehen, warum das nun für Menschen mit Asylstatus oder für Asylwerber so völlig anders sein sollte. Dinge dieser Art, also der Rechtsstaat in dieser Form eigentlich außer Kraft gesetzt wird, dass es ständig Sonderregelungen gibt, auch bei Ladendiebstahl möglichst niederschwellig, wie der Innenminister sagt, dann gerät die Verfassung auf die schiefe Bahn, dann geraten die Grundprinzipien, nach denen dieser Staat funktioniert, auf die schiefe Bahn. Und ich finde, das sollte nun wirklich nicht sein.